Wenn es dir nicht gelingt, die Sexualität zu leben, die du gerne leben möchtest, und wenn es dir auch nicht gelingt, den Sexualpartner oder die Sexualpartnerin zu finden, mit dem oder der du gerne deine Sexualität leben möchtest, dann lohnt sich möglicherweise der Blick zurück in deine Biografie und zu schauen, gibt es da traumatisches Material, was genau diese Situation herbeiführt, in der du dich jetzt wiederfindest. In meiner Webinar-Trilogie Sex und Trauma werden wir darüber sprechen, wie hängen Trauma und sexuelle Energie zusammen? Wie führt Trauma dazu, dass du entweder zu wenig oder zu viel Energie in deinem System hast? Wie hängt Trauma damit zusammen, dass du genau den oder die Frau oder Mann aussuchst als Sexualpartner oder Sexualpartnerin und ihr dann genau wieder diese schwierige Situation gemeinsam herbeiführt, die du schon ganz oft erlebt hast? Es wird auch darum gehen, wie kannst du nach der Erfahrung sexualisierter Gewalt in eine lebendige, freudvolle und befriedigende, erwachsene Sexualität kommen, die du dir so wünschst? An welcher Stelle funktioniert die Differenzierung nicht genau, sodass ich die Erfahrung sexualisierter Gewalt immer wieder mit der Sexualität vermischen? Und das dazu führt, dass du verwirrt bist und gar nicht weißt, wie hältst du das auseinander und wie kommst du in die Richtung, die du dir wünschst? Es gibt ganz viele Mythen über Sex und es gibt ganz viele Mythen über Trauma. Und es gibt ganz konkrete Dinge, die du tun kannst, wie du in vielen kleinen Schritten in die Beziehung und die Sexualität kommst, die du dir wünschst. In meinem Webinar wird es genau darum gehen. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Bis dahin. Tschüss.